Kentucky Fried Chicken, schreibt er jetzt dran. Ja, weil in der Mitte nämlich keine Beine mehr. Nur nein, noch, das ist ganz normal. Ich schmeiß gerade hier oben noch ein paar Hühnchen rein, damit die dann später auch die Eier dann legen. Weil das dauert natürlich dann trotzdem immer ein bisschen, bis da ein Huhn ausgewachsen ist. Alter. Wird das so geschrieben oder wird das mit I? Nee, mit Y, ne? Fried mit I geschrieben, ja. Mach ruhig einen Schreibfehler mit Absicht rein. Na gut. Keiner was. Ja, stimmt, wegen Urheber, weißt du? Ja, stimmt. Kentucky Fried Chicken. Fry aus Dings. Oh. Ja, ich weiß. Ja, Futurama. Futurama, genau. Ach so. Ist immer noch. Oh, alter Schwede, ist das voll. Ja. Werden die gar nicht erwachsen, sag mal? Die müssten doch eigentlich längst erwachsen sein, oder? Die Ersten. Ja, die Ersten müssten jetzt eigentlich jeden Moment ploppen. Das müsste eigentlich gleich bald ploppen, mal. Ploppen. Ploppen. Weißt du eigentlich, wie interessant das aussieht, weil, wenn die euch alle so angucken wegen eurem Samen? Wie ist das auch? Ist sie, oh, wegen unserem Samen? Soll ich mal Samen rausholen? Machen sie ja schon. Guck mal. Ja. Guck, guck. Die da oben, vor allen Dingen. Wie die Augen mitgehen. Geil. Wollen sie mal verwirren? Beide hier Samen rausholen? Was, wenn ich hüpfe? Was, wenn ich nach oben gehe? Die gucken hinterher. Guck mal. Ist das ein bisschen Getrappel von denen? Tibbeli-tabbeli-tibbeli-tabbeli. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das mit dem Glas mache, ob ich da noch mal... Noch kein Hühnchen drin. Nee, es hat noch nicht geplöppt. Ich hätte gern geplöppt. Einmal Chicken mit Soße. Bitte, jetzt. Hallo. Welche Soße hätten Sie denn gern? Sie ist sauer. Sie ist sauer? Oh, ist aus, tut mir leid. Barbecue? Ist aus, tut mir leid. Curry? Ist aus, tut mir leid. Was haben sie denn überhaupt noch? Leid. Ein bisschen Luft? Ja. Ist ja schon wieder Nacht. Jo. Wir haben hier immer Nacht irgendwie. Die ja, Zeit. Irgendwie schon. Ja. Warte, Kinzi, du stehst ja neben mir, ne? Ich guck mal kurz in die Einstellung. Pass mal auf, dass hier keine Moms kommen. Okay. So, ich jag schon wieder Creeper. Wie kann man hier... So. Chuck, 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 chuck. Boah, das scheint ein riesiges Teil zu sein. Google mal, Alter, wie kann ich die Uhrzeit zeigen? Da ist ein bisschen. So. Da noch. Und hier. Oh. Genau das Gleiche. Hau doch die Tastatur durch. Ja, gib den. So, das nochmal hier. Ist noch nicht kaputt, die Tastatur. Ich hab's noch nicht. Du bist ein Arsch. Stellt dein Schild neben mich, Tana, bitte nicht angreifen. So, ich gehe nochmal auf den Desktop. Wir haben noch hier Wiki FAQ und. So, wo nee, ist die Erde, die gute. Wiki. Ja. So. Wiki. Njam. Sowieso wieder raus. Das muss doch ja nicht drin sein. Minecraft. Oh, da. Gucken wir mal. Ach, ihr habt das Ding zugemacht. Hier war ja so ein kleines Höhlchen. Ein Höhlchen? Ein Höhlchen, genau. So und so. Na, und ihr steht immer noch davor. Ja, die gucken ganz gespannt da rein. Na, ich bin ja hier am. Ich bin ja gerade auf dem Desktop und gucke. Kurz. Na, solange da stehen bleibst, dann werden die vielleicht auch groß. Oder sie trauen sich nicht groß zu werden. Wir haben bestimmt Peter Maffay gehört. Wollte nie erwachsen sein. Oder Peter Pan ist
ist irgendwo da. Meinst du? Schnauze-Creeper! So. Oh, wenn ein Creeper kommt, den zieht bloß weg von mir. Ach so, ich lock den grad. Warte, ich bin gleich da. Wir gehen so circa 400 Bäume rein. Mitten bei den Kühen ist ein Creeper drin. Super. Super. Süß. Ja. Nö, jetzt guckt er mich an. Wir sprengen das Leder aus der Kuh. Nur ich guck jetzt zu, wie er gleich verbrennt, wenn die Sonne aufgeht. Scheiße, Creeper verbrennen nicht, die spawnen einfach nur. Ja, langweilig. Wir brauchen Holz. Mann, wir brauchen Holz. Brauchst du Holz? Was für Holz? Ah, ich brauche ein Plugin dafür, um den Tag-Nacht-Rhythmus zu ändern. Eieiei. Loch. Loch, genau. Okay, damit muss ich mich dann in Ruhe mal genau beschäftigen. Also heute habt ihr es, ne? Heute haben wir die absoluten Sprachfehler. Hallo, wollt ihr nicht mal plöppen? Was ist los hier? Irgendwie wollen sie nicht so schnell. So. Das geht doch schon mal ganz gut. Plöpp doch mal. Bis auf Holz. Was brauchst du denn? Noch mehr von diesem, ne? Ja. Was ist das? Akazie? Ja. Aber ich habe zumindest gerade ein großes Huhn irgendwo. Ah, hier oben sind schon große Hühner. Ja, da bringen sie uns aber nichts, glaube ich. Na gut, also. Da legen sie zumindest Eier. Das ist schön. Aber die sollen ja gegrillt werden. Jetzt stehe ich mal noch ein bisschen davor. Meine Zuschauer gucken jetzt Hühner. Ja, Hühnerfernsehen. Hühnerfernsehen. Eichen, schwarz. Ne, Akazie habe ich leider keins mehr. Weißt du, was fies ist? Du stellst dich davor und isst gebratenes Hühnerfleisch. Du kleiner Sadist, du. Was? Wer ist ein Sadist? Die dreckige Lache von nebenan. Ach so. Immer noch kein Hühnchen? Nee. Die Kühe alle weg sind, wo der Creeper stand. Was? Ich bin gerade wieder rausgeflogen, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Nein. Nee. Echt? Nein. Nein. Okay, dann scheine ich hier ja nicht zu fehlen. Wo ist eigentlich mein Ferdinand? Da. Im Gehege. So. Also oben sind große Hühner und unten passiert irgendwie gar nichts. Gut, oben habe ich ja auch zuerst welche reingeworfen. Ja, also müsste ich ja gerade erst hast du auch den Stecker drin von deiner Maschine? Da steht ein Pferd auf dem Dach. Wie kommt das Pferd auf das Dach? Über die Leiter. Oh, wie kommt der Jobi auf den Baum? Ey! Ich versteck mich lieber. Da ist ein Drache. Da ist ein Drache im Baum. Ich brauch das Holz gerade, darf ich? Ja, bau ihn doch ab. Bau ihn ab. Los. Weil Zofer braucht das Holz ja sowieso, glaube ich. Richtig. Ich wollte die Hühnermaschine jetzt damit verzieren. Ach so. Hast du wenigstens alles an Holz abgebaut, damit das auch sich oben schön abbaut? Ja, natürlich. Ja, man sieht. Wieso bin ich denn jetzt? Ach, hier bin ich richtig. Ich sammle mal die Setzlinge ein. Ja, man sieht, ne, weil ich von oben gerade abbau. Wo ist denn hier der Ausgang da? Nein, du bleibst drin. Ich Baum abfällen. Ich warte, als dass er das Holz hier wegmacht. Ach, deswegen geht auch den ganz anderen Baum nehme ich auch mal eben weg, ne? Ja, ich setze dann gleich neue. Oh, Block. Ist noch mehr. Ach so, der war abgebaut bis auf den einen Block. Ja. Oh, war da doch noch ein Block über? Ja. Oh. So, und gleich so. Neue Bäumchen pflanzen. Das Holz noch her. Ja. Was? Wo? Oh. Der Jubi. Holz. Ich kann dir noch mehr Holz geben. Guck mal. Was? Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Das ist aber. Das ist schon nee, die Bretter, ich brauche das Rohholz für die Optik. So. Und eine spitze Hacke. Eine Hackespitz. Was hab ich denn jetzt, eine Hackespitz? Hackespitz. Eine Spitzhacke? Soll ich dir eine Eisenspitzhacke rüberwerfen?
Sieht das gut aus? Ich weiß es gar nicht. Langsam erwachsen. Und die wollen irgendwie gerade nicht wachsen. Ich glaube, die trauen sich wirklich nicht. Ich glaube, ich habe gerade ein Ei gehört. Ja. Nee, doch nicht. Jobbi ist gerade ein Ei gesprungen. Ich hab meinen Eisprung. Ach so, nee, das war kein Ei, das war hier ein Zipfel. Aber das Getrappel von den Hühnern geht einem echt auf den Nerv. Das dauert aber ganz schön lang. Komisch. Ich soll Schreibfehler einbauen, okay. So, was haben wir hier noch in der Umgebung? Gut, Hühnchen haben wir hier in der Umgebung. Das sieht man auch selten. So. Langsam ärgert es mich, dass sie nicht wachsen wollen. Glaube ich. Oh. So, ich habe auch Schreibfehler eingebaut. Hier ist auch noch Holz. Herr Zowa, Sie vergessen Holz mitzunehmen. Nein. Doch, und ich sammle gerade die ganzen Setzlinge hinter ihnen ein. Das ist auch gut so. Löst er sich da nicht auf? Weil da wahrscheinlich noch Holz irgendwo drin ist. Der mobbt dich. Der dickt sie auch. Ich mach doch nicht, was er will, wenn er nicht seine Arbeit ganz macht. Da ein kleines Klötzle. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Die Ecke da ist ja nicht aus Holz, das ist ja doof. Ich mein das jetzt, da muss ich alles noch einen breiter machen, Mensch. So. Ach, unser Baumeister ist wieder am Werk, ja? Ja, ich muss hier mal die Steine wieder wegnehmen. Habe ich das jetzt kaputt gemacht? Ja, habe ich. Oh. Nein. Ja, ich muss nur einen Redstone setzen, dann ist der Schaltkreis wieder aktiv. So. Alles gut. Keine Panik auf der Titanic. Hat der Captain auch gesagt und dann ging er unter. Ja, stimmt, ja. Blödes Beispiel mit der Titanic. Aber hätte Leonardo DiCaprio die Rose nicht gerettet, dann hätten sie nach ihr gesucht und die hätten den Eisberg nicht erwischt. Ne? So kann man das auch sehen. Ja, der Spacken war schuld. Ja, der ist mal wieder schuld gewesen hier. Der Leo. Ein Deutscher war schuld. Die Hormone. Ja. Oh, 9 Frames. 9, ich skimp hier mit 34, 36 so rum. Ja, normalerweise. Also wenn ich laufe, dann habe ich 29. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe die Oma wohnt ja bei uns zu Hause im Kreis. Ah, Leos Oma. Ich habe da fast um die Ecke gewohnt. Ist die Welt nicht klein? Ja. Hast du den Leo auch mal gesehen? Mhm. No. Aber der ist aufgewachsen, ne? Ja, der muss bei mir im Kreis irgendwo aufgewachsen sein. Ja. Vielleicht bist du mit ihm zur Schule gegangen und du weißt es gar nicht. Komm aus einer anderen Ecke vom Kreis. Man weiß man sowas nicht. Da liegt Holz. Die Tana kennt den Leo. Leonardo DiCaprio, so nennen wir die Folge. Tana kennt Leonardo DiCaprio. Eventuell. Ja. Ey, das erste gebratene Hähnchen und keiner von uns war da. Aber jetzt müssten die schnell kommen. Ja. Und Feder. Wie sie alle hierher kommen. Das erste Hühnchen nicht drin. Ich glaub's ja nicht. Weißt du, alle sind weg und es plöpst. Plöpst. Ja. Oh, das wird aber ein großes Haus daneben an. Heidewitzka. Du hast aber ordentlich Fehler eingebaut, wa? Oh, Mist. nein. Wir hätten ja auch gleich Chica schreiben können. Chica? Kentucky Fried Chica? Auch gut, ja. Darfst du gerne noch ändern. Habe ich kein Problem mit. Ja, das Gute ist, wir kriegen ja so auch Federn für die Pfeile, ne? Kriegst du auch natürlich, ja. Darf ich da oben das Glas wegnehmen, um da Holz hinzumachen? Ja, ne? Welches? Das obere? Ja. Man muss halt aufpassen, dass die Hühner nicht dann rausfliegen. Ja. So, an der Ecke. Das ist nur dafür die Optik. Ey, hier fliegen Glassplitter. Ja, pass auf, es könnte wehtun.
So. Der Kasten ist fertig, würde ich mal sagen. Fast. Fast. Wir müssen hier noch Stein hinbauen. Ganze Steinwand aus. Und ein Bruchstein und ein Bruchstein, ja. Das kriegen ich setze mal auf die Ecken, setze ich mal eine Fackel überall, ja? Und Rest Ziegel. So, dazu war ja noch einige Gebäude baut mit dem Material. Ah, hier fliegen schon die ersten Eier wieder. Ach, das ist doch schön, es läuft. Ein Kreislauf des Lebens. So, Zova, da wachsen auf jeden Fall jede Menge Bäume für dich. Super. Damit du nicht so weit laufen musst. Das ist doch perfekt. Sind die auch nicht zu eng? Also, werden wir sehen, welche hochgehen und welche nicht hochgehen. Och, der Zombie, der regt mich jetzt aber auf. Jetzt ist er dran. Ein Blatt. Jetzt wird er ausgebuddelt. Muss nur finden. So. Ja, gut, jetzt brauche ich noch mehr Steine. Besorge ich mir mal auf jeden Fall. Fehlt noch eine ganze Menge Sandstein. Oh mein Gott. Sandstein. Hast du auch eine Wüste hier? Das stimmt. Ja, aber nicht unsere. Platte Wüste. Was habt ihr eigentlich mit der platten Wüste vor hier? Das ist der Projektbereich. Ach so, für das Geheimprojekt. Ist es denn noch geheim? Geheim. Wir haben ja heute ja noch nichts angesprochen. Ah, siehst du. Ne? Aber die platte Wüste ist unser Projektbereich. Sieht übrigens sehr geil aus mit den ganzen Fackeln, die wir hier ausgeteilt haben. Ja, das ist echt gut. Aber hier spawnen so extrem viele Monster, dass du einfach so viel ausleuchten musst. So. Soll ich dir Sand besorgen, Herr Zoverock? Jo, kannst du machen. Dann gehe ich doch. Oh, es wird gerade dunkel, oder? Wird es hell? Ne, wird dunkel. Wird dunkel. Ja. So. Ich denke auch mal. Du denkst? Ja, genau. Oh. So war das jetzt eine Frage? Du denkst? Du denkst? Ja? Ja. Wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Genau. Denn das denkenlose Denken der Gedanken. Oh, ja, jetzt geht los. Herr Zoverock, was wollten Sie sagen? Ich denke, ich ziehe mich mal zurück. Alles hier über offene Türen, sag mal, haben wir Tag der offenen Tür? Oh, habe ich was aufgelassen? Weiß ich nicht. So. Ich muss noch ein paar Steinziegel an die Hühnermaschine klopfen, sonst sieht die nicht gut aus. Sonst sieht die nicht. Ah, ein Huhn! Ich seh's! Es brennt! Es brennt! Die Hühner sterben gerade! Die Knappen gerade alle wachsen! Waren jetzt 3, 4. Also, wenn ihr kommt, dann findet ihr das noch gucken! Schnell! Oh, ich hab schon Hühner sterben sehen. Ach, also in Minecraft zumindest. Die brennen! Ja! Da brennen sie! Da brennt es! Ja. Brennt! Ja! Ja, und schon waren es ein paar weniger. Plopp. Jawohl. Oh. Und die Kleinen rutschen gleich nach. Man hört's sogar. Oh, guck mal, der nächste. Also, das ist ja gut. Dann weiß ich ja, so sich zu essen herkriegt. Ist ja perfekt. So. Ja, läuft. Ist zwar nie so viel, also müssen halt trotzdem noch mit. Naja, solange hier jemand ist, arbeitet das Ding ja. Und irgendwann ist die Kiste voll, eventuell. Ja, man kann hier gucken, dass derjenige, der online ist, halt sich drum kümmert, dass er oben halt, falls mal irgendwas, obwohl oben sind ja Dinger drin, ne? Das sind ja Hühner, ja. Ja. Ja, ja, die, da passiert nichts. Man könnte noch mehr Hühner reinmachen und das alles noch ein bisschen beschleunigen. Ja, jetzt haben wir da unten 9 gebratene Steaks drin. So, geil. Und die ersten Eier fallen auch wieder durch, aber die leider sind keine Küken. Ja, das kannst du halt nicht. Aber ich könnte noch ein paar Eier aus dem Keller holen. Ja, dann schmeißt du noch ein paar Eier rein. Und schon mal noch ein paar aus dem Keller. Fallen zwar gerade jede Menge Eier durch, aber. So, ich glaube, ich habe auch noch 7 Eier dabei. Mal gucken, ob da ein Hühnchen bei rauskommt. Musst du aufpassen, dass sie nicht rauskommen, ne?